Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ungewohnter Tag, heute ist Donnerstag, also Sie können nicht morgen automatisch von der Arbeit zu Hause bleiben. Wir haben nicht Freitag, wir haben Donnerstag. Mit Tränen ein bisschen die Augen. Der Kollege hat gesagt, wir haben neue Lampen hier im Studio und die sind etwas heller. Etwas ist sehr milde ausgedrückt. Aber wir bekommen das hin, denn wir drehen nicht nur die Augen wegen der Lampen, auch ein bisschen wegen des Goldpreises. Sehen wir gleich, wenn wir den Chart hinter mir sehen. Gold sucht irgendetwas, was sich so als Boden identifizieren lässt. Es ist eigentlich relativ einfach und das sehen Sie eigentlich hier auch mit Blick auf den Chart. Erstes Ziel müsste sein, diese 1260 bzw. 1265 waren es, glaube ich, wenn wir einen Kerzenchart hätten, aus dem Markt zu nehmen und dann eben hier über die 1290 bzw. 1287 sind es zu steigen. Also, wenn wir 1287 haben, wenn wir noch 1287 nach oben wieder nehmen, dann glaube ich, ist es ein sehr, sehr guter Indikator dafür, dass wir das tief gesehen haben. Im Moment ist alles, was bis dorthin läuft, beziehungsweise zumindest mal was bis zur 1260, 1265 läuft, als technische Gegenreaktion zu sehen. Da würde ich noch nicht allzu viel darauf geben. Kolumnist bei uns, A.V. Gilbert, schreibt, er geht nach wie vor davon aus, dass wir noch ein weiteres, tieferes Tief sehen könnten. Er räumt aber auch einen Ausbruch nach oben über eben genannte Marken, beziehungsweise er hat eine Marke zwischendrin, wäre für ihn eine Indikation dafür, dass wir das tief gesehen haben. Also es ist alles nicht sonderlich erfreulich, aber ja, es hilft ja auch nichts, wenn man deshalb in schlechte Laune verfallen. Das macht die Lage nicht besser. Schwierige Situation natürlich beim Goldpreis, aber wir sehen eben sehr, sehr viel Druck, der momentan von Seiten der chinesischen Währung, die weiterhin abwertet gegen den US-Dollar herkommt. Die Argumentation kennen Sie, habe ich schon ein paar Mal gesagt, beziehungsweise auch geschrieben. Es geht darum, dass natürlich China auf den Rohstoffmärkten der größte Nachfrager ist. Und jetzt geht man davon aus, wenn eben die chinesische Währung abwertet, dann werden die in US-Dollar gehandelten Rohstoffe für chinesische Investoren beziehungsweise chinesische Konzerne teurer. Und dadurch könnte die Nachfrage nachlassen. Das spielt man so ein bisschen auf dem Markt momentan. Dann gibt es noch diese andere Szenerie, dass in China sehr, sehr viel über Kredit finanziert worden ist und eventuell hier dann so ein Nachfrageloch entstehen könnte, wenn hier vielleicht so eine Pleitewelle einsetzt. Also all das eben nicht Gold isoliert betrachten, sondern eben auch im Zusammenhang mit anderen Rohstoffen, wie zum Beispiel Kupfer oder Nickel. Auch die Palladium-Nachfrage leidet darunter, wobei die insbesondere darunter leidet, dass eben die Autoindustrie immer mehr auf Elektromobilität umstellt und dann das traditionell in Katalysatoren verwendete Edelmetall etwas weniger nachgefragt wird. Also insgesamt keine allzu gute Sache. Vielleicht ein Wort noch zu Kupfer, haben wir gerade gesprochen. Es gibt wieder mal das Gerücht, dass nächste Woche ein Streik in der weltgrößten Kupfermine beginnen könnte. Arbeiter haben ein finales Angebot auf dem Tisch liegen. Und ich glaube, wenn dort ein Streik beginnt, könnte das auch die Bedenken bzw. das Überangebot auf einen Kupfermarkt vielleicht ein bisschen vom Tisch wischen und Kupfer seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Ich habe den Chart nicht dabei, nur so als kurze Information für Sie, falls es hier interessiert. So, also es ist wie Gold, wie gesagt, Gold, wir sind so ein bisschen auf der Suche nach dem Boden, die Marken kennen Sie, handeln Sie nach den Marken und ja, lassen Sie die Emotionen ein bisschen aus dem Spiel, weil wie gesagt, schlechte Laune, wegen sowas bringt sie auch nicht weiter. Ähnlich hier, das sehen Sie ja auch schon, Silber deutlich unter Druck. Silber ist jetzt nach unten ausgebrochen, neues tiefes Tief generiert. Auch hier sehen Sie schon 16,10 wäre so eine erste Station, die wir nehmen müssten. Dann vielleicht die 200-Tage-Linie. Im Prinzip so richtig Spaß macht es erst, wenn wir über dieses Doppeltop hier im Bereich von 17,20, 17,25 ausgebrochen sind. Also ein harter, langer Weg bei allen Edelmetallen, insbesondere bei Gold und Silber, aber wie gesagt auch bei Platin oder auch bei Palladium ist einiges an technischen Schaden angerichtet worden. Der muss repariert werden. Das wird eine Zeit dauern. Aber da brauchen wir jetzt nichts vormachen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt eine V-förmige Erholung bekommen. Soll es immer wieder geben, aber wie gesagt, das sind einige Widerstände auf dem Weg nach oben, die es jetzt erstmal zu überwinden gilt. Und wie gesagt, primär erstmal, dass wir eben irgendeine Bestätigung haben, dass wir auch einen Boden gefunden haben. Und die fehlt momentan eben noch, momentan erstmal nur eine technische Gegenreaktion. Wie gesagt, wenn diese Marken überwunden sind, dann sehen wir vielleicht oder dann sehen wir, haben wir mehr Gewissheit, dass wir das tief im Markt gesehen haben. So, wieso eigentlich die Sendung heute ganz gut passt, das hat zwei Gründe. Einmal, wie gesagt, wir haben hier eine Zahlenflut gestern nachbörslich von den großen Produzenten, von den großen Goldproduzenten gesehen. Zum anderen ist es einfach so, dass der morgige Tag bei mir mit Terminen quasi zugepflastert ist. Also, fangen wir an mit Barrick Gold. Barrick Gold hat gestern nachbörslich Zahlen gemeldet und die sind, naja, also ich glaube, nach den relativ schwachen Vorabzahlen, die Barrick schon gemeldet hat in Sachen Produktion, hat keiner mehr wirklich mit
überragenden Zahlen gemeldet. Und ich habe heute übrigens mal den Zettel dabei, weil diese ganzen Zahlen von den großen Produzenten wollte ich mir nicht unbedingt merken, beziehungsweise konnte ich mir auch nicht merken auf die Schnelle. Also, Barrick hat gemeldet, einen Gewinn je Aktie von 7 Cent, erwartet waren 12 Cent gewesen, also deutlich unter den Schätzungen. Die Aktie ist nachbörslich dann mal 2% in die Knie gegangen. In Deutschland sieht es nicht ganz so schlecht aus. Wir haben hier zwar den Dollarchart noch, aber in Deutschland sieht es nicht ganz so schlecht aus. Also es besteht die Möglichkeit oder die Hoffnung, dass der Markt sagt, boah, wir haben schon so viel Negatives eingepreist. Aber Sie sehen schon im Prinzip, das war hier, wo wir mal in so einen Rebound-Trade eingegangen sind. Und das sind wir jetzt, im Prinzip hat sich ja wieder erledigt. Wir sind jetzt wieder da, wo wir eingestiegen sind. Also insgesamt eine sehr, sehr enttäuschende Performance von Barrick Gold gewesen. Wie gesagt, wir müssen mal schauen, wie der Markt heute darauf reagiert. Das wäre ein sehr gutes Zeichen, wenn man sagt, es ist so viel Schlechtes schon eingepreist, dass die Aktie kaum noch unter Druck gerät. Nachbörslich, wie gesagt, 2% unter Druck. Vorbörslich in Deutschland nicht ganz so schlimm, wie es momentan ausschaut. So, kommen wir zum nächsten großen Goldproduzenten, Agnico Eagle. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe Goldkorb erst genommen, aber Agnico Eagle gestern auch. Eigentlich so ein schöner Chart gewesen, aber man hat schon so ein bisschen so eine Schwäche gesehen, wobei das hier noch so eine bullische Flagge hätte werden können mit Auffangstation 200-Tage-Linie. Komischerweise haben wir hier jetzt wieder den Euro-Chart, also so ganz werde ich nie so ganz schlau daraus werden, welchen Chart wir gerade bekommen. Also Agnico Eagle, eigentlich ein schöner Chart gewesen, aber gestern nachbörslich auch ganz, ganz schwache Zahlen gemeldet. Man hat 1 Cent Gewinn gemeldet, erwartet waren tatsächlich 7 Cent Gewinn gewesen. Also woran liegt es? Naja, die Produktion hat eigentlich so gestimmt, man hat sogar das Produktionsausblick für das Gesamtjahr, Prognose nennt sich das dann in Fachkreisen, nach oben revidiert, aber die Kosten waren einfach zu hoch gewesen und die haben den Gewinn nach unten gedrückt. Außerdem muss man einiges investieren, ich glaube über 1 Milliarde CapEx rechnet man im laufenden Jahr. Von daher, also auch da waren die Zahlen schwach und die Aktie ist nachbörslich 3% eingeknickt. Auch hier in Deutschland schaut es eben, das sehen Sie auch ganz gut momentan. Deshalb ist eigentlich der Euro-Chart heute sogar ausnahmsweise mal gut. Sie sehen schon, in Deutschland schaut es nicht ganz so schlimm aus. Also man hat wieder einiges dann nachbörslich in Taxen aufgeholt. Wir dürfen uns mal überrascht sein, wie dieser Tag tatsächlich verdaut wird an der Börse. Zumal der Goldpreis ist auch nicht gerade vor Freude sprüht, wie wir vorhin gesehen haben. Es wäre ein sehr gutes Zeichen, ich kann Ihnen aber jetzt nicht zum Einstieg raten und sagen, das wird komplett vom Markt ignoriert werden, das werden wir heute ziemlich gut sehen. Wie gesagt, solange wir uns über der 200-Tage-Linie halten, ist es bei Agnico noch ein Chart, der intakt ist und wo eigentlich so zumindest ein bullisches Auge drauf werfen kann, insbesondere dann, wenn eben der Goldpreis auch mal seinen Boden findet. So, Goldkorb war schon länger ein bisschen angeschlagen, das sehen Sie auch hier. Goldkorb waren mit eigentlich die schlechtesten Zahlen. Auch hier überraschend gute Reaktion noch in Deutschland. Denn die Aktie ist nachbörslich 4% eingeknickt in den USA. Goldkorb hat einen Verlust gemeldet. Also bereinigte Zahlen waren Gewinn gewesen. Aber wenn man mal die Währungsverluste, die man ausgerechnet hat, mit einrechnet, dann war das ein dicker Verlust, den Goldkorb gemeldet hat. Man hat sich so gerade so ins Plus retten können auf bereinigter Basis. Ich schaue mal ganz kurz auf meinen Zettel. Ja, man hat 2 Cent gemeldet. Erwartet waren tatsächlich 8 Cent gewesen vom Markt. Und ich glaube auch, die Produktion insgesamt war ein bisschen schwach gewesen. Man hat 521.000 Unzen, glaube ich, waren es gewesen. Aber habe ich nicht mit aufgeschrieben. Also so ein bisschen über 500.000. Und die Jahresprognose von 2,5 Millionen hat man zwar bestätigt, aber da muss man schon ein sehr, sehr gutes zweites Halbjahr auf das Parkett zaubern, damit man hier noch auf die Jahresprognose kommt. Übrigens nicht über Barrick Gold, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Also da wird es schon schwierig, die Jahresprognose zu erreichen und das mag natürlich der Markt nicht. Also wie gesagt, auch hier, es wäre positiv, wenn der Markt das einigermaßen vernünftig wegsteckt, aber die Zahlen waren tatsächlich schlecht gewesen. Auch hier kann ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen, steigen Sie ein, denn die Aktie ist einmal angeschlagen und könnte natürlich jetzt noch weiter unter Druck kommen. Auch hier übrigens haben wir den Euro-Chart im Hintergrund, warum auch immer wir bei Barrick dann den Dollar-Chart hatten. So, was habe ich noch dabei? Newman kommt heute mit Zahlen. Newman ist eine der, sehen Sie, ja, will man sagen, stärkeren Aktien. Sie hat sich zumindest gut gehalten. Auch hier wird es interessant werden, was wir heute Abend sehen. Ich habe eine Zahl aufgeschrieben, und zwar, was die Analysten erwarten. Die erwarten 24 Cent, also US-Dollar-Cent je Aktie Gewinn. Auch hier mal wieder den Euro-Chart übrigens, ganz zur Information. Es wird spannend zu sehen sein, ob wenigstens Newman einfach mal so einen Ausreißer nach oben machen kann und eben die Analystenerwartungen zumindest treffen kann. Ich glaube, das wäre sehr, sehr positiv, auch für den gesamten Sektor. Denn es ist natürlich kein wahnsinnig gutes Zeichen an den Sektor, wenn Konzerne, die in den Goldpreisumgebung, Environment sagt man immer so, Goldpreis Environment, also in der Goldpreisumgebung von, wo man im zweiten Quartal sicherlich noch 1.300 im Schnitt erreichen konnte, wenn die da
einfach einer nach den anderen die Prognosen verfehlen, ist natürlich so ein Zeichen, ja, wieso soll dann einer einsteigen in Goldminenaktien? Also es wäre schon schön, wenn gerade die Big Boys, also die großen Player, auf der immer ein bisschen größer der Fokus liegt, da etwas bessere Zahlen geliefert hätten, aber oder zumindest Newman und wenn auch später noch Kinross vielleicht bessere Zahlen liefern könnten, wäre das schon zumindest so ein kleiner Tropfen auf den etwas überhitzten Stein in Sachen negative Performance der großen Goldproduzenten. Was habe ich noch für Sie dabei? Cameco habe ich dafür für Sie dabei. Hier haben wir auch den Eurochart, da geht es relativ deutlich nach unten. Was ist passiert? Die MacArthur-Mine, die wir vor kurzem mal stillgelegt hatten, gesagt haben, wir haben ungefähr 10 Monate stillgelegen, ist jetzt auf unbestimmte Zeit stillgelegt worden. Das ist schlecht für die Region. Es würden einige oder viele Menschen entlassen. Und in einer Saskatchewan sowieso nicht so überragend Region in Sachen Arbeitsplätzen ist das natürlich ein schwerer Schlag für die Region. Für den Uranmarkt wiederum, und das ist ja das Paradoxe an unserer Industrie, wir sagen ja immer, viele freuen sich über Kosteneinsparungen, was letzten Endes ja heißt, dass sehr, sehr häufig Menschen entlassen werden, was für Betroffene natürlich weniger schön ist, obwohl das die Börse dann immer feiert. Für die komplette Uranbranche, jetzt nicht für Cameco, ist es natürlich ein Fingerzeig in Richtung, wir machen ernst in Sachen Überkapazitätenabbau. Der Uranpreis ist auf Spotbasis tatsächlich zuletzt auf über 24 Dollar je Pfund geklettert, was wir lange Zeit nicht mehr gesehen hatten. Von daher, es tut sich ein bisschen was. Natürlich leider ist ausgerechnet der größte Produzent Cameco oder der größte börsennotierte Produzent Cameco extrem unter diesem Szenario, dass eben jetzt ausgerechnet er, der war, der einen Teil von der Produktion stilllegen musste, beziehungsweise weiter stilllegen musste. Es war schon bekannt, dass die Aktie die Mine stillgelegt ist. Trotzdem schauen wir mal auch hier. Wir haben ungefähr Minus, glaube ich, von 4% oder sowas gehabt, als ich hier runtergegangen bin. Ja, es sind ungefähr noch zwischen 4 und 5%. Die 5% sehen wir jetzt hier im Hintergrund, die wir noch Minus haben. Es wäre schön, wenn die Aktie dieses Niveau hier verteidigen könnte. Das sieht man eigentlich ganz gut. Ansonsten eben auch hier schielen wir Richtung 200-Tage-Linie als Auffangstation. So, eine Aktie haben wir noch, K29, hat gestern auch Zahlen geliefert. Man hat im zweiten Quartal 10.800 Unzen Goldäquivalent geliefert. Genau waren es, warten Sie, ich habe es aufgeschrieben, 10.485 Unzen Gold und 128.000 Pfund Kupfer, die man produziert hat. Das waren Zahlen, die waren ungefähr im Rahmen der Erwartungen gewesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nach den letzten Gesprächen mit K92 sogar ein bisschen darauf eingestellt, dass die Zahlen noch schwächer werden. Warum war das so? Ich habe gesagt, hey, erreicht ihr die 10.000 Unzen Produktion? Und haben die zu mir gesagt, ja, ja, im nächsten Quartal. Und da war so für mich, hey, im nächsten Quartal? Klar, die dürften mir natürlich nicht sagen, weil das wäre ja Insiderrecht und so. Sie dürften mir nicht sagen, was sie produziert haben in dem Quartal, was sie wahrscheinlich schon wussten. Aber es war für mich so ein bisschen so ein Kopfzerbrechen, so, das heißt wahrscheinlich, dass dieses Quartal noch drunter liegen werden, aber Sie sehen mal, lag drüber. Die Aktie hat trotzdem ziemlich konsolidiert in den letzten Wochen. Ja, wie gesagt, also man hat jetzt erstmal dieses Ziel erreicht. Man ist Produzent, man produziert ungefähr 10.000 Unsen pro Quartal, wobei in den nächsten beiden Quartalen muss es mehr werden, wenn man das Produktionsziel von 42.000 bis 46.000 Unsen im Jahr erreichen will. Jetzt ist so ein bisschen, steht die Produktionsentscheidung an, wird man das Ganze, nicht Produktionsentscheidung, Ausbauentscheidung an, wird man das Ganze ausbauen in den kommenden Quartalen und da soll eben im August die Entscheidung fallen. Ich glaube, für mich ist ja eigentlich de facto schon gefallen, man wird die Anlage ausbauen, um die Produktion auf über 100.000 Unzen im Jahr zu heben, vielleicht sogar noch darüber. So, das war es von meiner Seite, auch ja, K92, wie gesagt, eigentlich wollte ich gar nicht mehr so viel dazu sagen, wir sind durch dieses Tal der Tränen gegangen, wir sind jetzt wieder da oben, zumindest einigermaßen dorthin gekommen, wo wir eingestiegen sind. Dennoch, die Aktie bleibt so ein bisschen noch im Fokus. Und ich werde immer wieder, wenn sich was dazu tut, natürlich sagen, bloß um den Namen K92 auszusprechen, muss ich nicht unbedingt was sagen. So, das war es von meiner Seite. Nächste Woche glaube ich dann tatsächlich wieder an den Freitag als Sendungstag. Wenn Sie möchten, schalten Sie wieder ein. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Und wie gesagt, machen Sie sich keine schlechte Laune wegen dem Goldpreis. Dadurch wird es nicht besser. Ja, es wird wieder bessere Zeiten kommen, da bin ich sicher. In dem Sinn, machen Sie es gut. Servus.